Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen aus dem nördlichen Münsterland. Ich mache mich hier heute auf den Weg, die nächsten beiden Gewinner zu beglücken, die Tippitoppi-Tassen zuzustellen und habe gleich eine kleine Panne heute Morgen schon gehabt, also jetzt nicht am Fahrrad, nicht am Auto, nee, am Mikrofon. Ihr hört vielleicht, der Ton ist ein bisschen anders als sonst, muss man ein bisschen gucken. Mein Lavalier-Mikrofon, das kleine, scheint wohl gelitten zu haben bei der letzten Fahrt da, weiß ich auch nicht, jedenfalls funktioniert es nicht. Und für das kleine Rode Funkmikrofon direkt selber ohne Ansteckmikro habe ich den Windpüschel nicht mit. Darum versuche ich es mal mit dem GoPro Media Mod Mikro. Muss mich dann aber selbst ein bisschen disziplinieren hier heute, dass ich die Mikrofone auch richtig umschalte. Vorne, hinten, je nachdem, wie rum ich filme. Das ist ja sonst einfacher, wenn man auf nichts achten muss. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. So ein bisschen rutschig hier, 0 Grad. Bisschen Eis auf der Fahrbahn. Ein bisschen Respekt habe ich da schon vor. Und ja, ich baue mal schnell das Fahrrad runter und dann geht's los. Der erste Gewinner wird jetzt gleich beglückt in Rheine. So die nordwestlichste Ecke hier Nordrhein-Westfalens und des Münsterlands. Los geht's hier hinter Burg Steinfurt durch den Wald Richtung Steinfurt. So ein bisschen matschig der Weg hier im Wald, aber es ist mir ganz recht, besser als glatt. Weil ich habe mir gerade nochmal die, ja, ein bisschen getestet, mit den Schuhen ein bisschen rumgerutscht. So ganz ohne ist das nicht hier heute Morgen. Und ich muss mal schauen, ne? Ob, wenn das Video hier Radwandern heißt, dann, dann habe ich gleich angefangen zu schieben. Also dann schiebe ich gleich, dann seid ihr schon schlauer als ich. Und wenn es Radtour heißt, dann habe ich das komplett gefahren. Mal gucken. Und ich bin auch sehr gespannt, wie diszipliniert ich bin, die Mikrofone hier umzuschalten. Immer Vorderseite, Rückseite an der GoPro. An welchem Punkt ich das vergesse. Also verzeiht es mir, wenn ihr mich mal ein bisschen schlechter versteht als sonst heute. Dann habe ich das irgendwo vergessen, dass ich kein Mikrofon um den Hals hängen habe. Da sieht man aber auch, wie schön einfach das sein kann, ne? wenn die Sachen auch alle funktionieren, die man sich da angeschafft hat. Ich radel jetzt hier gerade durch den Banjo-Park, so heißt das Ganze hier. So ein Naherholungsgebiet, Parkanlage. Und hier ist auch so ein interessanter, schöner Lost Place. So Lost Places besuchen habe ich mir auch schon mal überlegt, bei Wanderungen zum Beispiel. Aber man kann ja auch nicht alles machen. Ich mache jetzt hier meine Touren, ja, meine Videos mit den Touren, über die Touren. Und aktuell ist seit neuestem Jahr auch noch mein Live-Kanal. Und dann müssen Lost Places halt ein bisschen warten. Vielleicht habe ich aber irgendwann Bock drauf. Mal gucken. Und hier seht ihr den berühmten Rapunzelturm. Nee, ist natürlich Quatsch, ne? Weiß ich nicht, ob Rapunzel hier gewohnt hat. Ich glaube nicht, ne? Gebrüder Grimm sind die, glaube ich, auch nie gewesen. Aber wenn man den so anguckt, könnte ja sein. Und nicht zum ersten Mal, aber immer wieder schön, die älteste Wasserburg Westfalens hier in Steinfurt. Wir müssen ein bisschen aufpassen, es ist nämlich ein bisschen Eis hier und Kopfsteinpflaster ist ja nicht ohne. Da wird die Kamera mal doch wieder lieber weglegen. Oh ja. Ich fahre jetzt hier auf die Radbahn Münsterland. Und hier ist auch schon ausgeschildert,
erste Gastronomie am Wegesrand, das Melkhus. Am 8. Januar, nee, gar nicht, war doch, 8. Januar ist heute. Das wird noch geschlossen sein. Ist ja noch nicht so die Radfahrsaison jetzt hier. Ja, ich denke mal, dass die jetzt hier im Winter doch geöffnet haben. Da steht ja montags von 14 bis 18 Uhr, dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der kleine Hofladen hier. Heute ist Samstag, es ging 12 Uhr. Demnach müsste der Laden ja geöffnet haben, hat er aber nicht. Also im Winter doch geschlossen. Aber sonst haben die hier halt immer so Tisch und Stühle draußen stehen und dann da ist direkt die Radbahn. Der Himmel zieht sich immer weiter zu. Heute Morgen war es richtig schön sonnig. Ich dachte schon, super, alles richtig gemacht. Letzten Tage hat es geregnet. Ich konnte den Tag jetzt ja heute auch nicht mehr so direkt aussuchen, weil ich den beiden ja schon zugesagt hatte, die Tasse vorbeizubringen. Habe ich ja verabredet. Da mache ich das natürlich auch. Und darum bitte ich mal zu, dass ich jetzt weiterkomme nach Rheine zum Jörg und dann nachher nach Steinfurt zum Stefan. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ich stehe jetzt ja hier unter dem Windrad. Und in meinem letzten Video habe ich so ein bisschen gelästert über die Windräder, weil ja eins zusammengebrochen ist in Haltern und dann eins hier in der Nähe, ist ja hier Kreis Steinfurt, gebrannt hat. Und kaum habe ich das erzählt in meinem Video letzte Woche, Tag später, ist in der Nähe hier so ein Flügel runtergekommen. Ich weiß nicht, ob das die Häufung nur hier ist oder ob es nur hier in den Nachrichten ist, weil die Nachrichten sich halt auf die Gegend hier beschränken. Aber vielleicht sollte ich auch aufhören, hier rumzuunken, dass dann danach mal was passiert. Ne? Ich reite mal lieber weiter. Der Kreuzungsbahnhof Hollig. Hier habe ich noch nie Pause gemacht, weil immer, wenn ich hier lang geradelt bin, war hier was los, waren immer Leute drin. Ja, eine Premiere jetzt, ne? Muss ich die Gelegenheit mal ausnutzen. Maya hat sich beim letzten Video beschwert, dass ich nicht erwähnt habe, dass sie mir diese Butterbrotdose hier zu Weihnachten geschenkt hat, weil ich die ja schon beim letzten Tour dabei hatte. Also, das war das Geschenk von der Maya. Ich bin ja eigentlich leicht zu begeistern und kann ja irgendwie auch allen Gegenden und Strecken irgendwas Positives abgewinnen. Aber jetzt hier heute Morgen auf der Radbahn Münsterland, wenn ihr einmal da schaut, geradeaus. Und ich drehe mal eben die Kamera um. Auch einfach nur geradeaus. Irgendwann wird das dann auch mal ein bisschen langweilig. Aber wenn ich rummeckern, ne, ich habe es mir ja ausgesucht. Also weiter geht's nach Rheine. Minus 1,3 Grad. Ich habe noch ein kleines Stückchen vor mir. Jetzt kommt mal ein bisschen Abwechslung hier in die Strecke. Kommen jetzt nämlich gleich hier nach St. Arnold. Und hier wollte ich auch immer schon mal bei so einem Draisinen-Wettbewerb mitgemacht haben. Da gibt es Draisinen-Rennen. Gab es zumindest mal. Buhlfreunde St. Arnold.
Kilometer 20 und es geht natürlich weiter geradeaus. Aber hat ja auch einen Vorteil, da kann nicht mal ich mich verfahren. Kann nichts passieren. Mittlerweile habe ich die Radbahn verlassen und also wie der Himmel aussieht und man riecht das ja manchmal auch, so Schnee liegt ja auch in der Luft, verlässt mich bald auch das trockene Wetter. Na, schauen wir mal. Ich habe jetzt gerade festgestellt, die GoPro 9 lässt sich auch mit Winterhandschuhen gut bedienen. Aber hier die bei minus 1 Grad die dicken Winterhandschuhe an, aber es geht. Ich muss ja mal das Mikrofon umstellen. Von vorne nach hinten, hinten nach vorne. Bis jetzt habe ich es nicht vergessen. Jo. Und natürlich passend gekleidet, falls gleich wieder nebelig wird. Diesmal sieht man mich wenigstens. Guck mal, hier geht es richtig runter am nördlichen Zipfel des Münsterlandes. Wer hätte das gedacht? Und wenn das schönes Wetter wäre, könnte man hinten Rheine sehen. Aber ich glaube, mit so einer unendlichen Brennweite von der Actioncam sieht man da nicht viel. Ich muss ehrlich gestehen, Rheine kenne ich mich nicht so gut aus. Klar, die Radbahn Münsterland endet hier oder fängt hier an, je nachdem. Und hin und wieder radel ich mal hier durch. Aber ich kann euch jetzt nicht sagen, was so typisch für Rheine wäre. 13.14 Uhr. Ja, es ist 13.14 Uhr. Meine Uhr steht noch auf Sommerzeit herum. 14.14 Uhr. Ich habe mich für Viertel nach hier verabredet und bin genau pünktlich angekommen. Ich sollte sowas öfter machen. Das klappt ja. Ja, liebe Leute, ich bin jetzt hier beim Stefan angekommen in Rheine. Ich hatte ja irrtümlich gesagt Jörg, glaube ich, zwischendurch. Ich bin auch schon ganz durcheinander hier. Wenn ich zwei Tassen zustelle an einem Tag, dann bin ich schon glatt mit überfordert. Und Stefan, wenn du mal eben die Kamera hältst, ja, dann hole ich mal eben hier die Tasse, ja, einfach mal so draufhalten hier. Ja. Auch nicht. Aus der Tasche raus. Mhm. Diesmal habe ich es nach oben eingepackt, wie ich so letzte Woche sie erstmal suchen muss. Dann sag nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Dass du gewonnen hast. Hier die originale, oh, prima, Tippitoppi-Tasse. Dankeschön. Bitteschön. Kannst du ab jetzt auch deinen Kaffee draus trinken? Oder ja, natürlich. Die werde ich in Ehren halten. Ich werde vielleicht auch die eine oder andere Fahrradtour mal mitmachen. Ja, schön. Das würde, ne, mich freuen. Ja, bestimmt. Alles klar. Ja, toll. Das siehst du gut. Aber bevor ich das vergesse, ich habe gerade schon gesagt den Zuschauern, Rheine ist für mich ja so, da bin ich nicht so oft, da kenne ich mich nicht so aus. Was muss man hier gesehen haben, wenn man mal hier unterwegs ist? Was muss man hier gesehen haben? Ja, natürlich, das Bendlager Schloss. Ja. Ne? Klar. Hier Bendlager Schloss mit dem Tierpark oder Zoofen, man es auch immer, ja, nennen will, mit der Saline. Eine Saline gibt es auch nicht überall. Ja. Also die muss man gesehen haben. Ja, dann viel Spaß damit. Dankeschön. Ja, dir noch ein schönes Wochenende. Gleichfalls. Und ich reite mal direkt weiter. Ich glaube, das Wetter, es wird nicht mehr lange gut gehen mit mir hier. Es ist auch ein bisschen rutschig ist zwischendurch schon. Und dann. Ja, war sehr glatt heute Morgen hier. Ist alles gestreut, auch hier in Unterführung. Ja, liebe Leute, so macht das doch richtig Spaß hier heute Morgen, auch bei dem miesen Wetter, wenn der Gewinner der Tasse, der Stefan, sich auch so richtig freut hier. Und jetzt mache ich mich auf den Weg nach Steinfurt zum nächsten Gewinner, zum Jörg. Und ich fahre jetzt nicht die gleiche Strecke zurück, die Bahntrasse, das ist eine andere Bahntrasse hier, Richtung Wettring fahre ich jetzt hier. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil mit dem gelben Licht da oben hinter den Wolken habe ich auch gar nicht mehr gerechnet. Ich bin hier jetzt ja auch auf einer alten Bahntrasse unterwegs. So kann man dann praktisch hier Bahntrassenradeln im Kreis machen, hätte ich jetzt fast gesagt. Vor sowas hier habe ich auch immer Respekt. Ich habe hier als Radfahrer Vorfahrt, aber wissen das auch die Autofahrer? Man, die können die Schilder ja lesen, aber beziehungsweise Schilder sehen. Aber nichtsdestotrotz, man weiß ja nicht.
Das Tolle an dieser Bahntrasse hier ist, wie ich finde, dass die ein bisschen höher liegt als die Radbahn Münsterland. Und dementsprechend kann ich ein bisschen mit anderen Leuten runterkommen. Mal so ein bisschen Gestaltungsideen vom Garten sammeln. Ist ja so wie in Duisburg auf der Alm. Hoag-Trasse. Das ist ja auch so ein Radweg und da kann man auch so schön runter gucken. Da erinnere ich mich noch gut dran. Herzlich willkommen am Offlummer See, hier zwischen Wettringen und Neunkirchen im Münsterland. Schön mit Strand, kann man schwimmen, ein Bötchen fahren und bestimmt auch lecker essen da oben. Herzlich willkommen, liebe Leute, hier am Heimathaus in Wettringen. Auch wirklich sehenswert, wie ich finde. Und alle, die mein Video gesehen haben über die ADFC Fahrradhauptstadt 2021 bei Gemeinden unter 20.000 Einwohnern, ich glaube, so heißt es, ist genau richtig hier, den habe ich da schon gezeigt, aber es war ja keine E-Bike-Tour. Und diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, hier gibt es eine öffentliche Ladesäule. Im Kreis Steinfurt sehen die immer so bunt aus, daran kann man die gut erkennen. Und so kann man diese Runde hier, die ich heute radel auf den Bahntrassen, das werden 50, 55 Kilometer sein, auch mit älteren Rädern schaffen, die vielleicht nicht mal so einen kräftigen Akku haben, kann man zwischendurch mal nachladen. Ist ja auch ganz sehenswert, hier ein Päuschen machen. Ich weiß auch gar nicht, ob hier auch Gastronomie ist im Sommer. Aber lohnt sich, wie ich finde, auf jeden Fall einen Ausflug nach Wettringen. Nach jetzt 47 Kilometern und gut 3 Stunden auf dem Rad werden die Füße auch mal so langsam kalt. Ich habe schon 2 Paar Socken an, aber ich bin jetzt ja auch schon gleich wieder in Steinfurt. Weit ist es ja nicht mehr. Und das letzte Stückchen jetzt hier auf der Radbahn Münsterland. Guck mal hier, wie ich finde, auch ganz schön erklärt für die Autofahrer, was Fahrradstraße bedeutet. Fahrräder dürfen nebeneinander fahren, maximal 30 für alle, Fahrräder haben Vorrang. Die Radbahn ist ja auch eine reine Fahrradstraße und kein Fußgängerweg. Ich will jetzt hier keine Feindschaften aufbauen zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmern, aber gerade war da auch eine größere Gruppe Fußgänger unterwegs und die haben auch nicht wirklich viel Platz gelassen, dass ich da vorbeiradeln konnte. Und denen ist das, glaube ich, nicht so ganz klar, dass sie da nicht hingehören. Also Fahrradstraße heißt nicht Fußweg. Da haben wir ein Riesenproblem mit unseren Radschnellwegen, die entstehen. Das habe ich im Ruhrgebiet schon gemerkt, dass viele das nicht kapieren, dass die Fahrradstraße halt kein Fußweg ist. Aber ja, so ist das. Bin ja schon froh, wenn die Autofahrer mich hier respektieren und nicht weggucken. An der roten Farbe wurde hier jedenfalls nicht gespart.
Ja, liebe Leute, ich muss mich mal selbst wieder über den goldenen Klee loben heute hier. Denn auch diese Tassenzustellung, guckt euch das an hier, 16.02 Uhr auf meiner Fahrraduhr, also Sommerzeit, 15.02 Uhr in Wirklichkeit. Und für 15 Uhr hatte ich mich hier verabredet mit dem Jörg. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich muss die Tasche noch eben aus der, die Tasse aus der Tasche holen. Mach das. Der Mund ist schon eingefroren hier. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Knapp 4 Stunden auf dem Rad jetzt hier bei 0 Grad. So, also die letzte Tippitoppi-Tasse von der Weihnachtsverlosung. Also herzlichen Glückwunsch für deinen Gewinn. Vielen Dank. Und ich denke mal, die wird gleich eingeweiht. Die wird eingeweiht. Denn ich bin eingeladen worden hier zum Kaffee und extra Kuchen gebacken. Und das sage ich natürlich nicht nein, da freue ich mich. Wetter ist ja auch jetzt wieder richtig schön geworden, richtig sonnig hier zum Abschluss heute. Und da sage ich mal, ja, dann gehen wir mal. Ich will ein bisschen aufwärmen, lecker Kaffee trinken. Kaffee trinken. Kuchen essen. Da freue ich mich, ne? Alles klar. Bis später. Da bin ich gerade aber richtig verwöhnt worden hier vom Jörg in Steinfurt. Hat er extra einen englischen Apfelkuchen gebacken und noch lecker Schlagsahne da gehabt. Tippitoppi und war im Kaffee mal richtig schön aufgewärmt. Ich war auch richtig, richtig durchgefroren nach der Tour. Wir haben aber trotzdem wirklich Spaß gemacht, die Tassen hier heute zu verteilen. Einmal beim Stefan in Rheine und beim Jörg hier in Steinfurt. So langsam wird es auch dunkel. Ich bin auch froh, dass ich das Auto wiedergefunden habe. Sogar ohne Navi. Habe ja fast hier beim Jörg vor der Haustür heute Mittag geparkt, als es losging, damit ich hier auch wieder ankomme. Ich wusste nicht, wie das Wetter wird. Zum Glück musste ich nicht schieben. Fängt jetzt gerade wieder an zu regnen. Aber unterwegs war es halt nicht glatt. Das ist ja schon mal eine Menge wert zu dieser Jahreszeit, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, dass man auch auf den Rädern bleibt und dann nicht plötzlich auf dem Boden liegt. Da habe ich ja auch so meine Erfahrung. Ja, freut mich, dass ihr mich hier heute begleitet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch ein bisschen einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht hat, darf gerne den Kanal abonnieren. Jetzt Dienstag auch wieder Livestream, 18.30 Uhr. Das Thema wird sein Diebstahlsicherung fürs Fahrrad und für Fahrradteile. Wer da Lust zu hat, kann gerne auch meinen Kanal Svobo Live abonnieren. Würde mich auch freuen. Bis dahin, bis zur nächsten Tour. Euer Svobo. Tschüss.